Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von Mobile Dungeons heute mal wieder. Ja, wir sind jetzt mal wieder dabei. Ich bin mittlerweile Stufe 21 vom Rang. Haben hier schon ein bisschen was gemacht. Und gucken einfach mal, was so passiert ist. Ich zeige euch einfach mal, wie alles so aussieht. Und vielleicht sehen wir auch irgendwas Nices. Wir haben noch unseren kostenlosen Draw heute. Und die anderen Dinger spare ich mir erstmal an. Und ja. Genau, also gehen wir erstmal in die Taverne. Dann seht ihr meine momentanen Helden, meine Aufstellung. Ich habe den Eisdrachen nämlich gezogen und einfach noch Jack gezogen, was sehr, sehr geil ist. Die sind sehr, sehr stark. Also legendäre Helden, wirklich mega nice. Da sind wir auch schon dabei, die auf 40 zu ziehen. Also zwei Stück von meinen Leuten hier, den untoten Drachen ziehen wir auf 40. Und Gondolf kann auch schon auf 40 gezogen werden. Bei den anderen müsste ich dann wieder diese Teile sammeln. Die kriegt ihr bei den Titanen. Das, ja, können wir jetzt auch gleich mal gucken, ob wir vielleicht ein, zwei Teile rausbekommen. Weil alle Titanen am Sonntag sozusagen da sind. Also alle Elementar-Titanen sind aktiv. Das seht ihr hier unten bei Titanen. Genau, die drei sind immer am Sonntag aktiv. Und da kann man jetzt zum Beispiel verschiedene Stufen machen. Und dann bekommt ihr hier diese Belohnungen, die ihr benötigt, wenn ihr halt stark genug seid. Ne? Das ist halt immer das Ding. Manchmal klappt es nicht, manchmal klappt es. Das muss man halt immer testen. Und ja. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal in unseren kostenlosen, in unsere kostenlose Seele rein. Ob wir irgendwas Schönes bekommen? Komm schon. Ah, grün. Grün, natürlich. Okay, ist in Ordnung. Ist halt eh kostenlos, nimmt man mit. Aufgaben auch nie vergessen zu machen. Wöchentlich bin ich schon durch. Täglich resettet sich jeden Tag. Da habe ich schon ein bisschen was zum Abholen. Holen wir uns einfach mal ab. Und ihr seht, wir haben fast alles gemacht. Ich muss jetzt nur noch eine Aufgabe erledigen. Dann sind wir durch mit den heutigen Dailies. Aber die sind eigentlich schon mal ziemlich entspannt. Schließe zwei Etagen in einem Turm ab. Schließe drei Level auf Schwierigkeit einfach ab. Das ist ja im Prinzip geschenkt. Aber ja. In den Abenteuern sieht es wie folgt aus. Wir haben die ersten drei Gebiete komplett clear. Stolpersteppe hänge ich gerade ein bisschen. Da müsste ich erstmal meine ganzen Truppen stärker machen. Den Dungeon hier packe ich nicht. Da bin ich irgendwie noch zu schwach für. Aber ich denke mal, jetzt so langsam sollte das funktionieren. Könnten wir eigentlich auch gleich einen Try gerne probieren. Ich würde nur ganz gerne nochmal meine Leute weiter leveln. In der Hoffnung, dass es jetzt mal funktioniert. Weil die sind da doch eigentlich schon stark genug. Das sind alles 30er Gegner, die auch nicht easy sind. Aber ich würde sagen, probieren es einfach mal. Nehmen natürlich hier unser Loadout mit, was wir eh immer mitnehmen. Ich überlege gerade, ob wir den Bärsi oder die Banshee mitnehmen. Ich glaube, der Bärsi ist da nochmal ein Stück stärker vom Schaden. Und wir probieren das ganze Spiel einfach mal aus. So, auf geht's. Natürlich Geschwindigkeit auf 3, Autokampf mache ich meistens eigentlich auch an. Nur jetzt, wenn wir hier ein Video aufnehmen, macht es Sinn, es doch bei stärkeren Gegnern selbst zu spielen. Am Anfang gehe ich immer so vor, dass ich den Flächenschaden drücke, weil die meisten dann schon down gehen. Leider hat es jetzt nicht ganz gereicht, aber ihr seht es. Die meisten Truppen kriegen dann doch gut auf die Gosch. So, und jetzt holen wir uns die erste Waveframe. Schon mal, die machen aber auch extrem viel Schaden, was halt das Problem ist. Es ist ein bisschen schwierig dann, deswegen gucken wir mal, wie gut es jetzt klappt. So, erste Wave ist down. Das ist schon mal okay. Ich würde sagen, wir heilen uns selbst jetzt einfach mal hier hoch. Machen hier schön Flächenschaden. Ja, und jetzt können wir ein bisschen Damage drücken. In der Hoffnung, dass wir so wenig Schaden wie möglich reinbekommen. Aber das sieht nicht schlecht aus. Hier finishen wir den. Dann können wir nochmal angreifen. Genau. Das sieht echt nicht schlecht aus. Weil ein paar Stufen höher bin ich jetzt auch noch gekommen, seitdem ich das heute Morgen getried habe. So, der nächste ist auch down. Sehr gut. Und das sieht doch okay aus, wenn wir jetzt nochmal angreifen dürften. Jawohl. Wichtig, wichtig, wichtig. Das sieht sehr angenehm aus. So. Gut, jetzt haben wir nur noch einen. Der ist auch down. Und jetzt kommt die letzte Welle und wir haben auch noch alle unsere Helden am Start. Das sieht noch okay aus. Die Wave war letztes Mal auch ein bisschen schwieriger. Wir buffen uns jetzt erstmal und hauen einfach voll drauf. Das sollte funktionieren. Einfach so viel Schaden wie möglich machen. Dann sieht das doch, glaube ich, gut aus. So, den ersten haben wir auch gleich schon. Tot, aber bei uns geht jetzt, glaube ich, der Bärsi down. Genau, schade. Und jetzt wird es dann so schwieriger. Gut, Flächenschaden ist jetzt wichtig, sehr gut. Oh, das hat gut Damage gemacht. Sie ist betäubt. Okay, das sieht jetzt sehr machbar aus. Das sieht jetzt sehr machbar aus. Ich glaube nicht, dass die das jetzt irgendwie hinbekommen, uns alle zu holen. Jawohl. Sehr gut. Da haben wir uns nämlich den nächsten Ding gesichert, den nächsten Stern und vor allem halt auch Belohnungen. Und das Wichtigste ist natürlich Erfahrungspunkte, um unsere
Leute zu leveln. Ihr bekommt jetzt hier diese den Loot. Unten natürlich die Level, heißt unser Drache müsste jetzt auf 32 aufsteigen, perfekt. Wenn man doch noch eine enorme Menge jetzt mittlerweile braucht, um zu leveln. Aber egal, jedes Level-Up macht uns einen Tick stärker. Sehr schön. Hier habt ihr auch diese Special-Sachen, sage ich mal, die Special-Events. Hier, wenn man die das erste Mal besiegt, könnt ihr dann auf Mittel rein. Ich habe die jetzt hier schon fertig, also gehen wir da jetzt nicht nochmal rein. Aber da seht ihr, was ihr bekommen könntet. Wenn ihr jetzt gewisse Sachen farmen wollt, ist das so machbar. So, das ist geschafft. Hier ist auch eine Stufe 30. Und wir bekommen garantiert auch nochmal eine Seele. Den müsste ich auf jeden Fall auch mal probieren. Ich würde aber ganz gerne in den Dungeon reingehen. Das Problem ist, die sind einfach zu stark. Aber wir probieren es jetzt doch mal aus. Arena wollte ich euch auch nochmal zeigen. Hier habe ich mittlerweile auch ein bisschen gelevelt. Wir sind Rang 5. Gegner sind langsam echt strong. Also hier habe ich meistens Glück gehabt, dass ziemlich schwache Gegner dabei waren. Aber es geht trotzdem gut voran. Man kriegt halt hier Belohnungen am Ende der Season, die in 18 Tagen endet. Das seht ihr hier bei Belohnungen unten der Reiter. Gibt nochmal zusätzlich, glaube ich. Ah ne, die haben wir schon bekommen. Hier bekommen wir es. Es ist im Saisonende. Kriegen wir nochmal hier einen Fähigkeiten-Foliant. Damit kann man wahrscheinlich... seltene Fähigkeiten zu benutzen, genau. Bei seltenen Helden, also bei blauen Helden in dem Fall. Und ja. So, dann schauen wir rein. Dailies sind wir auch schon, haben wir auch schon weggeklickt. Hier bekommt ihr auch, wenn ihr eine Streak aufbaut, immer bessere Sachen. Ist auch nice. Gibt dann auch immer schön... Ja, kostenloses Zeug, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Können wir jetzt nochmal irgendwas einsammeln hier? Nee, können wir nicht. Dann muss ich später nochmal gucken, was ich hier mache. Okay, aber dann tryen wir den Dungeon jetzt einfach mal auf easy. Der könnte funktionieren, ja. Ich hatte, glaube ich, schon ein paar knappe Versuche. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Auf geht's. So. Wir müssen, glaube ich, gefühlt jede Etage besiegen. Deswegen gehen wir einfach jetzt mal unten rum. Und das Gute ist, hier ist immer nur eine Etage. Heißt, wenn man Glück hat und so viel Schaden durchdrückt, dass alles halt stirbt, verliert man kein Leben. Das sieht gerade auch gut aus. Er darf einmal angreifen, ja, das ist schon nicht so nice. Aber okay, haben wir. Gehen wir in den Fragezeichenraum. Hier könnten Truhen drin sein, könnten Leben drin sein, könnten Schlüssel drin sein, alles mögliche. Schlüssel braucht man sowieso, um diese verschiedenen Räume hier zu öffnen. Also den muss man mitnehmen. Gucken wir, was in dem zweiten Raum ist. Vielleicht haben wir hier irgendwas Brauchbares. Noch einen Schlüssel nehmen wir auch mit. Sehr gut. Und dann müssen wir jetzt noch 4 Etagen machen. Ich hoffe, wir überleben mit allen. Das Gute ist, wenn jemand stirbt, kann man den nachziehen. Aber wir gucken mal, ob wir Glück haben. Wir gucken einfach mal, ob wir Glück haben. Das sieht schon mal ein bisschen besser gerade aus. Es reicht aber nicht. Er darf einmal angreifen. Aber ist okay. Immerhin nur ein Gegner, der angreifen darf. So, der ist auch geklärt. Hier haben wir den nächsten Fragezeichenraum. Gucken wir, was hier drin ist. Und zwar noch einen Schlüssel nehmen wir auch mit. Dann kann man jetzt, glaube ich, auch schon zum Boss. Heißt, wir müssten den gar nicht mitnehmen. Wir müssen nur den auf jeden Fall noch mitnehmen und dann den Boss. Das Problem ist, wir kriegen jetzt nochmal Schaden, aber ich glaube, ich mache das so. In der Hoffnung, dass wir das so besser hinbekommen. Schauen wir mal. So, schauen wir mal, wie viel Schaden wir jetzt machen. Komm schon. Viel Damage wie möglich. Aber ich glaube, oh mein Gott, hier überleben alle. Ja, okay. Okay, jetzt gehen wir gut auf die Fresse. Jetzt gehen wir richtig gut auf die Fresse, ihr seht's. Das ist Krise. Und die überleben halt auch noch alle. Gut, jetzt ist es egal. Hauptsache, wir greifen irgendwas an. Dass die down gehen. Das wird knapp, glaube ich. Ah, nice, er greift nicht an. Okay, wichtig. Sehr gut. So, jetzt ist nämlich unsere Lotte, oder wie die heißt, glaube ich, gestorben. Jetzt können wir replacen. Jetzt haben wir zum Glück hier noch einen 30er auf Vorrat. Ich müsste halt einfach mehrere Helden weiter pushen. Dann ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen einfacher. Das Problem ist, die sind alle fast down. Ich glaube, aber wir probieren es. Ich glaube, der Boss ist ein bisschen schwieriger. Wir probieren es einfach mal. Es ist der Eisdrache. Oh, der ist eklig. Der ist richtig eklig. Ich sehe jetzt. Oh mein Gott. Wir haben richtig auf die Fresse bekommen. Ja, ich glaube, das wird einfach Sinn, Schaden zu machen. Ich hoffe, unser Drache überlebt, dass wir jetzt ihn stunnen können. Weil mit Glück kriegt man halt Stunts raus, aber das sieht nicht gut aus. Der ist noch zu stark. Der ist noch viel zu stark. Ich muss die weiterziehen. Ich muss erst wirklich die auf 40 bringen, die auf 40 können. Weil sonst, ja. Seht ihr, wird es leider noch nichts. Schade. Aber jetzt weiß ich, wo ich stehe. Heißt, es ist alles noch gar nicht machbar. Dann
Ja, mache ich den Rest wahrscheinlich einfach später weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Bier, haben noch Bier durch die Dailies und wir können natürlich beim Händler auch nochmal zweimal am Tag 20 Bier kaufen. Lohnt sich eigentlich schon, finde ich. Die anderen Sachen weiß ich noch gar nicht. Ich kaufe meistens irgendwie nur das Bier und manchmal auch eventuell im Schwarzmarkt. Bei den Ressourcen könnt ihr nämlich auch für die Kristalle, die ihr bekommt, auch nochmal zusätzlich Bier kaufen, also Abenteuerlust. Und Gold ist auch nicht verkehrt. Aber gut, dann war es das mal wieder mit dem kleinen Einblick von dem Game. Ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal, Freunde.